Herzlich willkommen und hallo, mein Name ist Marco Fatke, ich bin orthopädischer Schuhmacher und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Experten-Videorezessionsreihe. Wir sind heute hier und ich möchte Ihnen etwas produzieren, und zwar die Spanco Total Support. Eine Sohle, die wir schon ganz, ganz lange haben, aber früher war es die Ironman Total Support, so kennen Sie diese vielleicht auch. Nun heißt die Spanco Total Support, ist aber derselbe Hersteller, dieselbe Firma. Nichts anderes als der Markenname hat sich geändert. Auch das Produkt ist genauso, wie es ist und beliebt war. Und so wird es auch bleiben. Das Einzige, was sich geändert hat, sind die Größen. Wir bewerten unsere Sohlen mit unserem Greenfeed-Bewertungssiegel. Und da ich, dass die Spanco Total Support eine orthopädische Einlegesohle ist, zwar für den Sportbereich, aber nichtsdestotrotz, ist sie jetzt offiziell wieder da. Und wir bewerten diese natürlich auch, denn wir haben sie sofort wieder ins Sortiment aufgenommen. Die Spanco Total Support mischen wir natürlich unter folgenden Kriterien, wie alle anderen Produkte mit unserem Produktsiegel bewerten. Natürlich bewerten wir das Komfort und das Feeling. Ja, wie stehen Sie darauf? Wie fühlen Sie sich? Wie fühlt sich die Einlegesohle an? Haptisch oder auch am Fuß natürlich. Wichtig, natürlich die Qualität und die Haltbarkeit, wie lange haben Sie das? Wie wertig ist diese Einlegesohle? Die orthopädische Unterstützung, klar, wenn wir in diesem Bereich bewerten, sollte diese auch eine orthopädische Unterstützung haben. Der ganze Nutzen, der sich daraus ergibt, der wird dann zusammengefasst im Nutzen, und zum Schluss lassen wir die Kunden zu Wort kommen und bewerten praktisch die Sohle mittels der Bewertungen ihrer Kunden oder unserer Kunden. Und das Schöne ist, wie gesagt, hier können wir, obwohl jetzt die Spanco Total Support neu ist, auf die Ironman Total Support zurückgreifen. Denn im Grunde ist es die identische Sohle. Das Einzige, was sich geändert hat, ist die Größe. Das ist leider etwas schade, denn sie ist nur noch von 36 bis 46 lieferbar und auch nur noch in 4 Größen, wo vormals 5 Größen waren. Und es waren sogar 6 Größen, denn die 46, 48 fällt jetzt weg. Das finde ich tatsächlich schade, aber das ist Firmenpolitik seitens Spanco oder Ironman oder Softsole, egal. Die haben fast durchweg keine großen Größen mehr, gibt nur noch sehr wenige. Das eigentliche Nachfolgemodell der Ironman Total Support, die Flexeline, die verfügt noch über eine größere Größe. Also wenn Sie eine Total Support wollen und mit Abstrichen eine sehr gute Dämpfungssohle mit 46, 48 wollen, greifen Sie bitte direkt zur Flexeline. Diese haben wir auch schon bewertet. Können Sie sich gerne auch ansehen. Okay, starten wir einfach mal mit der originalen Total Support von Spanco und fangen einfach mal mit der ganz klassischen Beschreibung dieser Einlegesohle an. Die Spanco Total Support ist eine orthopädische Sporteinlegesohle, ist keine Hochleistungssporteinlegesohle. Denn sie ist erstmal extrem leicht, auch wenn ich hier nur eine kleine Größe habe, ist sie wirklich sehr viel leichter, also fast um die Hälfte leichter als eine vergleichbare Gel-Einlegesohle. Trotzdem verfügt sie über eine sinnvolle Dämpfung. Also sie ist nicht zu weich, aber sie ist natürlich auch nicht zu hart, denn die Dämpfung ist sinnvoll. Dieses sogenannte Tripod-Dämpfungssystem verfügt eben über Fersenbereich, Mittelfußbereich und Vorfußbereich Dämpfung. Hier ist tatsächlich so, dass der Außenbereich in Blau weicher ist als der rote Bereich hier. Das heißt, wenn Sie einrollen über die Außenseite, werden Sie mit einer leichten Dämpfung gestoppt, sodass Sie da schon mal nicht so sehr nach innen kippen. Im Verlauf haben wir hier diese Längsgewölbeunterstützung. Dieses graue Material ist sehr fest. Das heißt, wir haben das nicht nur fest, sondern auch hochgezogen, wirklich einen sehr, sehr guten Seitenhalt. Also hier haben Sie kaum eine Möglichkeit, mit Ihrer Ferse seitlich auszurutschen, denn sie kommt ja noch in Verbindung mit dem Schuh im Rückfußbereich und bietet dadurch eine sehr, sehr gute Unterstützung. Also wirklich, wenn Sie Halt suchen, ist die Spanco Total Support mehr oder weniger als Nonplusultra. War sie früher, ist sie immer noch. Der Gewölbebogen ist tatsächlich sehr ausgeprägt. Ich hoffe, ich kann das hier etwas darstellen. Wir haben hier wirklich diesen Gewölbung, der wirklich schön ausgeprägt ist. Wie heißt der Fuß, wenn er eben schön einrollt, dann haben wir den Vorteil, dass er hier wirklich sehr schön im Fersenbereich unterstützt wird. Das heißt,
der Fersenball bekommt, kann nicht abstürzen. Man rollt die Ferse, sitzt dann auch fest drin und kann eben, natürlich, wenn sie etwas mehr Fleisch hat, nicht hin und her rutschen. Und im Vorwurfsbereich haben wir dann sogar noch eine leichte Unterstützung mit Pilotte, mit Pilottenaussparung. Dann kommen wir im Vorwurfsbereich zu dieser Schaumdämpfung, die so noch ein bisschen gerippt ist, dass die ganze Sohle etwas flexibler bleibt und sogar perforiert, dass etwas Luft durchkommt zum Atmen. Sie sehen eine Zuschneidlinie, das heißt 36, 38, 39, 41, 42, 44 und 45, 46 sind die jeweiligen Größenaufteilungen. Können Sie hier genau Ihre Größe passend zuschneiden. Als extra Tipp einfach Decksohle drunter legen und dann eben bei Bedarf anzeichnen und an dieser Stelle abschneiden. Die Sohle verfügt sogar noch über eine leichte Spreizfußstütze. Diese ist aber, Sie sehen es wahrscheinlich, nur angedeutet, nicht sehr hoch, aber es ist eine Vollmaterialunterstützung. Also besser, als wenn sie noch von unten hohl wären, angedeutet wäre. So haben wir eine leichte Unterstützung. Kann auch sein, dass bei gewissen Sportarten, Handball wie bei mir oder Fußball dergleichen, wenn es starke Querbewegungen sind, ist eine zu hohe Pilotte nicht immer sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel hier nach außen abstoppen und dann eben mit den Ballen, groß die Ballen draufrutschen, könnte das bei einer zu hohen Pilotte natürlich unangenehm sein. Aber dadurch, dass ihr so einen massiven Rückfußhalt hat, ist das eher ein geringeres anzusehendes Problem. Deswegen ist sie da, sie unterstützt auch, also zumindest bei Ermüdung, aber ein Quergewölbe abschützen kann sie nicht. Okay, im Großen und Ganzen war es das in der Beschreibung an sich. Wie gesagt, tolle Dämpfung, super Halt, Silk Pur Decksohle, das heißt, die Sohle nimmt sehr gut Fußfeuchtigkeit auf, kann diese auch sehr gut wieder abtransportieren, ablüften, wenn Sie die Sohlen einfach aus dem Schuh herausnehmen. Ansonsten rutschfest, eine super tolle sportliche Sohle. Kommen wir an sich zur Bewertung. Ja, die Spanko Total Support ist, was Komfort und Feeling betrifft, natürlich herausragend, tatsächlich. Also wir können hier 5 von 5 Sternen geben und das hat folgenden Grund. Wir haben eine sehr rutschfeste Decksohle, die sehr gut die Fußfeuchtigkeit aufnimmt. Das heißt, das Schuhinnenklima ist sehr angenehm. Wenn Sie Sport treiben, müssen Sie sich in Ihren Schuhen wohlfühlen. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Schuh und die Ferse ist ja abgerundet, ja, also auch wenn wir jetzt hier einfach mal das Fleisch haben, aber das Fleisch drumherum ist die Ferse ja rund. Ja? Hinten ist sie rund, seitlich ist sie rund. Ja. Jetzt kommen wir mal jetzt zu den Schuhen her. Es ist zwar kein Sportschuh, aber hier ist ja eine Kante. Das heißt, da ist ein Freiraum, eine Lücke, die ja ausgefüllt werden muss, damit die Ferse so richtig gebettet, umschlossen fühlt. Und das schafft die Sohle hier. Ja? Sie gibt ja auch sogar nach. Das heißt, bei zu viel Körperwärme oder bei hoher Körperwärme können Sie diese Sohle tatsächlich sogar noch anpassen. Das ist von Vorteil, denn dadurch haben Sie eine individuell angepasste Einlegesohle. Ja, Sie könnten sogar in 60, 80 Grad mal in den Backofen tun, rausholen, Schuhe reinlegen, draufsteigen und dann passt sich die Sohle auch nach Ihren Füßen an. Hat man früher vermehrt bei Ski-Einlegesohlen gemacht, macht man auch immer noch. Aber das ist eine Möglichkeit, wie Sie diese Sohle auch noch für sich anpassen können. Aber auch ohne diese Technik haben Sie wahnsinnig tollen Seitenhalt. Und dadurch fühlen Sie sich einfach geborgen in Ihren Sportschuhen. Das heißt, der Feedback, ja, den Sie vom Boden bekommen, egal bei welcher Sportart Sie ausführen, der ist einfach genial. Das heißt, Sie haben sofort die Rückmeldung von Ihrem Fuß, ist da halt, da ist nichts Schwammiges, da können Sie die komplette Kraft wieder für Ihre Sportart nutzen. Und deswegen ist es Komfort und Feeling einfach für den Sportbereich sensationell. Also wirklich ganz toll. Ich habe die tatsächlich 2, 3 Saisons getragen. Normalerweise habe ich bei mir beim Handball jedes Jahr geändert, das Produkt bzw. die Einlegesohle, auch weil ich immer testen wollte. Aber mit der Total Support bin ich mit am besten zurechtgekommen, weil sie eben mit dieser Seitenschale wirklich so tollen Halt bietet. Ganz einfach. Qualität, Haltbarkeit. 5 von 5 Sterne. Da gibt es nichts. Da gab es nichts, da kommt auch nichts, denke ich. Und deswegen bin ich der Meinung, es ist einfach eine ganz tolle Einlegesohle und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Falls doch mal was ist, melden Sie sich bei uns, dann finden wir eine Lösung, tauschen die Sohle aus. Wir können das sicherlich auch bei dem Hersteller reklamieren,
ich sage es mal, in einem Zeitraum von bis zu einem halben Jahr, ist eine Materialermüdung ja, ein Gründer ausgeschlossen. Ja. Also wenn sie nach einem Jahr irgendwo mal was ist, okay, also sage ich nichts, das kann mal passieren, ist ein Gebrauchsgegenstand, aber eigentlich nicht. Automatische Unterstützung. 4 von 5 Sternen und das wegen folgender Begründung. Wir haben eine Sohle, die im Längsbereich einen Senkfuß oder einen ermüdenden Senkfuß oder einen sich absenkenden Senkfuß, deswegen ja der Name, wirklich so gut unterstützt und wirklich hält auch. Ja, dann in Kombination mit einem Schuh haben Sie ja auch hier richtige Unterstützung drin. Und dieses Material ist tatsächlich leicht und stabil. Sie bekommen eine super Unterstützung, was den Senkfuß betrifft. Die Spreizungspilotte ist mir etwas zu niedrig, mein persönliches Empfinden. Aber nicht jeder, also gerade Sportler, haben in der Regel auch etwas fittere Füße. Deswegen können die ihren Spreizfuß gerne in Alltagsschuhen unterstützen. Braucht man nicht unbedingt im Sportschuh. Gerade bei Querbewegungen habe ich vorhin schon mal erklärt. Deswegen 4 von 5. Es ist noch nicht ganz im Optimum, aber nah dran. Und deswegen 4 von 5. Kein Ding. Der Nutzen, ja, da können wir eigentlich auch 5 von 5 sagen. Das hat verschiedene Gründe, natürlich. Ich kann mich auch nochmal wiederholen, aber halt ausgewogene Dämpfung. Leichte Sohle, wenig Belastung dadurch und wirklich ein tolles Gefühl am Fuß. Sie verspricht halt, sie bekommen halt, sie verspricht Unterstützung, das bekommen sie auch. Sie bietet sogar Dämpfung on top. Es ist keine super weiche Sohle, soll und darf sie auch gar nicht sein, denn wir wollen ja das Feedback vom Belag, vom Boden, von der Wiese, vom Gras, wollen wir wieder haben, auch vom Waldboden aus, wollen wir nicht einfach zu sehr einsinken und dass unsere Kraft verloren geht in der Dämpfung, also eine Geldämpfung, beim Sport nichts zu suchen oder nur sehr gering zu suchen, in Dosen, also in Elementen, sage ich jetzt mal, bei verschiedenen Polsterelementen. Aber ansonsten hat Geld nichts zu suchen, weil da geht die Kraft verloren und deswegen ist die einfach super ausgewogen, eine effektiver Nutzen und damit ganz toll. Nachdem wir die Sohle ja schon einige Jahre als Ironman im Sortiment hatten, jetzt als Spanko drin hatten, möchte ich als Stimme des Kunden diese Bewertungen weitergeben. Wir haben 4 von 7 Sternen bekommen. Es waren insgesamt 21 Bewertungen. Ich habe auch eine 3-Sterne-Bewertung von der Sohle gesehen. Diese Person, dieser Kunde hat moniert, dass die Dämpfung nicht so gut war. Da kann ich nichts gegen machen. Das ist auch ein bisschen Geschmackssache und jeder, wie er es braucht. Aber, das habe ich erklärt, wenn man den Nutzen der Sohle betrachtet, und ich erkläre das jetzt ja auch hier, kann man sagen, okay, das ist keine Dämpfungssohle im eigentlichen Sinn, sondern es ist eine Sportschalensohle, die Dämpfung über Dämpfungselemente besitzt. Ja, also wir haben jetzt hier diese 3 Dämpfungszonen und wie gesagt, es ist ausgewogen. Es ist einfach keine butterweiche Dämpfung. Wenn einer das haben möchte, dann kann er sich nicht mit einer schalen Sportsohle, sondern muss sich eine Dämpfung holen. Aber mit der würde ich keine Sportart mit Querbewegungen machen, denn da ist das Umknicken halt einfach vorprogrammiert. So. Stimme des Kunden ansonsten super. Die Leute bekommen mit, wie viel mehr Halt sie haben durch diese einige Sohle und genau das ist der Grund, warum die Sohle so gut ist. Und die einzigste Sporteinige Sohle auf dem Markt, bei der die Schale wirklich so hoch ist, eigentlich noch die Shock Doctor, die sind ähnlich hoch, aber die sind nicht so beliebt und populär wie die Spanko Sohle. Alles in allem eine rundum gelungene, tolle Sohle. Jetzt nicht mehr von Ironman, sondern von Spanko, wobei das, wie gesagt, die gleiche Firma ist. Ich freue mich über Anregungen, ich freue mich über Kritik. Ich hoffe, Sie abonnieren unseren Kanal und lassen sich benachrichtigen. Werden alle weiteren Infos in die Beschreibung tun. Möchte mich verabschieden und sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.